Das Gebiet, liebe Zuschauer, in dem unsere Soldaten in Afghanistan Dienst tun, gilt inzwischen als befriedet. Und uns wird versichert, dass die Soldaten in relativer Sicherheit seien. Denn die Kämpfe, die es dort einmal gegeben hat, seien ja inzwischen vorbei. Bei diesen vergangenen Kämpfen wurde, wie im Irak, allerdings massenhaft abgereicherte Uranmunition von den US-Truppen verschossen. Doch entgegen allen schönen Versicherungen unserer eigenen Regierung betrifft der Einsatz dieser Munition im Kundusgebiet in der Vergangenheit bei vergangenen Kämpfen sehr wohl unsere deutschen Soldaten, die dort heute ihren Dienst tun. Der Dokumentarfilmer und Grimme-Preisträger Frieder Wagner war in diversen Krisengebieten und hat als einer der ganz wenigen Journalisten die Auswirkungen des Einsatzes von Uranmunition dokumentiert. Also da kann ich sagen, in Sachen Uranmunition tut sich was. Und zwar bin ich eingeladen Mitte April auf eine Konferenz, die in Berlin stattfinden wird. Da haben sich große Friedensgruppen und natürlich auch Anwälte wie Ilana und Organisationen, die sich seit langem bemühen, in dieser Sache was zu unternehmen, beziehungsweise Waffen verbieten zu lassen und zu verbannen von dieser Erde. Und da hat sich Professor Mohr hervorgetan. Professor Mohr ist ein Völkerrechtler, der hat schon vor Jahren ein Gutachten abgegeben. Und dieses Gutachten hat er jetzt ausgebaut im Sinne des Verbotes von Splitterbomben, das ja jetzt Gesetz geworden ist vor einiger Zeit und das von vielen Ländern auch entsprechend unterzeichnet wurde und jetzt eingehalten wird. Und das steht eben zur Debatte, so eine wirklich auch juristisch abgesicherte Sache auf den Weg zu bringen, damit das dann von allen Völkern der Erde unterschrieben werden kann. Grundlage dafür war, dass zum Beispiel das kleine Belgien im letzten Jahr eine Initiative zum Gesetz gemacht hat, dass nämlich in Belgien die Herstellung von Uranwaffen jeglicher Art, die Lagerung, ja sogar der Transport dieser Waffe durch Belgien verboten ist. Und kurze Zeit später hat sich dem das kleine Costa Rica angeschlossen. Natürlich, das sind kleine Länder, aber ich bin schon sehr zufrieden, dass sich da was tut und dass sich da etwas aufweicht. Und wir sind also fest entschlossen, in Berlin auf dieser Tagung das so weit zu ratifizieren, dass dann diese großen Organisationen auf diesen Zug aufspringen können, um es dann weltweit als Gesetzesvorlage in Gang zu bringen. Das wäre wunderbar. Denn das ist dringend notwendig. Denn wenn wir nur mal nach Afghanistan schauen, wo ja unsere Bundesregierung jetzt gerade wieder das Kontingent aufgestockt hat, und bei all diesen Veranstaltungen, wo es dann diskutiert wird, sei es diese Kunduz-Affäre, sei es eben die Aufstockung des Kontingentes, wird immer eins außer Acht gelassen: die furchtbaren Folgen der Uranmunition und Uranwaffen, die gerade in Afghanistan ja im größeren Rahmen, also tonnenweise, Tausende von Tonnen mehr eingesetzt wurden als in beiden Irakkriegen, dem Kosovo, Somalia und überall da, wo diese Waffe eingesetzt wurde, zusammengenommen und ständig immer noch eingesetzt wurde. Und gerade da, wo unsere Bundeswehrsoldaten stationiert sind, in Kunduz, in Masar-i-Sharif, gerade da wurden ja Anfang des Krieges gegen Afghanistan von den alliierten Truppen, das sind die Zentren, natürlich auch Kabul, natürlich auch Kandahar, aber gerade Kunduz und Masar-i-Sharif, da wurde ganz verstärkt Uranmunition, Uranbomben eingesetzt. Und ich sage immer, eigentlich müssten unsere Soldaten und natürlich erst recht die Zivilbevölkerung inzwischen Schutzanzüge und Gasmasken tragen, um eben zu verhindern, dass sie erkranken. Denn inzwischen ist es leider Gottes so,
dass in all diesen genannten Städten, also Kabul, Massa-i-Scharif, Kunduz, schwerst missgebildete Kinder geboren werden. Und ich weiß von befreundeten Journalisten und Ärzten, auch Ärzten, afghanischen Ärzten, die vor Ort sind, immer vor Ort sind, aber auch Politikern, die offen darüber reden, den Mut haben, offen darüber zu reden, dass sich in den Krankenhäusern Szenen abspielen, die wirklich einen Blick in die Hölle gleichen. Da werden Kinder geboren ohne Augen, ohne Arme, ohne Beine. Die sehen aus, oft sind sie gar nicht als Babys zu erkennen. Die sehen aus, als hätte man auf ein Baby eingeschlagen und es dann in Mehl gewälzt, beschreibt ein Afghane. Und seine Frau hat einen Schock erlitten, als dieses Kind geboren wurde und ist durch den Schock wenige Stunden später gestorben, wie das Kind eben tot geboren wurde. Und inzwischen ist es so, dass die Alliierten, Ärzte und die Eltern, die dieses furchtbare Schicksal erleiden müssen, unter Druck setzen, nur nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und genauso passiert es leider Gottes auch mit unseren Soldaten. Ich finde das eine Feigheit und es ist etwas, das ich als Politiker, als Verteidigungsminister, als Kanzlerin nicht eines Tages verantworten möchte. Denn es wird so sein, wie eben wirklich autorisierte Wissenschaftler, anerkannte Wissenschaftler, auch amerikanische Militärwissenschaftler, die prognostizieren ja, dass sowohl, und das gilt natürlich für Irak, Kosovo, für die Zivilbevölkerung und natürlich für alle Soldaten, dass von den dort stationierten Soldaten etwa 30 bis 40% kontaminiert nach Hause kommen werden. Und falls sie dann Familien gründen, Kinder zeugen, dann werden sie diese Kontamination über ihre Gene an die Kinder und Kindeskinder weitergeben. Das heißt, es wird zu einem Fluch, es wird zu einer Epidemie. Man wird nämlich nicht sagen können, dass wenn all diese Veteranen, die mal in diesem Krieg waren, und das sind ja bei unseren Soldaten nicht immer nur 4.500, sondern die werden ja alle 5 bis 6 Monate ausgewechselt. Inzwischen sind das vielleicht 60.000 und noch mehr. Und die werden Familien gründen. Das sind ja alles junge Leute. Das ist eine ganz logische Geschichte. Und da möchte ich als Politiker nicht erwachen und in einen Abgrund sehen. Denn da werden Prozesse und Wiedergutmachungsprozesse, auf die dann Regierenden zukommen. Und da geht es nicht mehr wie damals in Amerika bei der Zigarettengeschichte um läppische 900 Millionen. Da wird es um Milliarden von Dollars gehen. Und ich möchte nicht als Minister oder Kanzlerin oder Kanzler so eine Geschichte verantworten müssen. Ich möchte ein Beispiel bringen, weil das hat mich unheimlich beeindruckt, als der Kollege Daud Meraki in Afghanistan war. Dann hat er viele Interviews gestartet, eben aufgrund der Untersuchungen, die der Feldforscher von einer kanadischen NGO durchgeführt hat, im Auftrag dieser NGO schon 2002 und 2003. Und er ist mit furchtbaren Ergebnissen zurückgekommen. Und mit diesem Ted Raymond, diesem Feldforscher, war ich ja damals für meinen Film im Irak. Und als ich ihm sagte, ich würde unbedingt gern auch in Afghanistan drehen, da sagte er mir, tu das nicht, tu das nicht. Denn in Afghanistan ist die Auswirkung der Bombardierung, weil eben Tausende von Tonnen mehr eingesetzt worden sind, viel, viel schlimmer als im Irak, geschweige denn im Kosovo oder Somalia und überall dort, wo diese Bombe eben eingesetzt wird. Und Daud Meraki, der das Land bis heute immer noch bereist, sich nicht davon abbringen lässt, der hat also die Aussage eines Pashtun, dessen Kind tot geboren wurde, missgebildet, mitgebracht. Und die möchte ich kurz zitieren. Dieser Mann sagte nämlich, sagt den Amerikanern, wir haben keine Flugzeuge, aber wir haben etwas, was Sie, die Amerikaner, nicht haben: Grundsätze und Ethik. Wir werden amerikanischen Kindern nie etwas antun, das nur im Entferntesten dem gleicht, was die Amerikaner unseren Kindern und unseren Familien angetan haben.
Vielleicht gewinnen sie einige Kämpfe, aber wir haben den großen Kampf längst gewonnen, jenen um das moralische Recht.